großes Bahnhofsfest dieses Wochenende, Samstag und Sonntag hier in Zittau. Neben mir steht die Frau Trebesius vom ZWON. Hallo. Genau. Was findet heute statt? Ja, heute ist ein relativ großes Bahnhofsfest anlässlich des der Wiedereröffnung des Bahnhofs in Zittau. Und vor allen Dingen aufgrund des Streckenjubiläums zwischen Zittau und Liberec. Die Strecke wird 160 Jahre alt. Nun haben wir ja gehört, Sie bzw. der ZWON übernimmt ab Dezember für die kommenden 12 Jahre den Verkehr nach Dresden. Wir haben den Verkehr neu vergeben und ab Dezember wird weiterhin dasselbe Unternehmen fahren, was bisher auch gefahren ist. Das ist die Länderbahn und die fährt als Trilex hier für die nächsten 12 Jahre die Leistungen wie bisher. Was bedeutet das für die Kunden? Für den Kunden bedeutet das erstmal, dass es keine große Umstellung gibt vom Unternehmen her, aber die Fahrpläne werden sich ändern zum Dezember. Also wir haben ein neues Fahrplankonzept ausgeschrieben und das tritt jetzt im Dezember in Kraft, sodass jeder eigentlich nochmal gucken sollte, wie seine Züge ab Dezember fahren. Wie kam es eigentlich zu dieser Neuausschreibung? War das turnusmäßig vorgesehen? Ja, das ist laut dem EU-Recht muss man Leistungen vergeben. Und der Vertrag mit dem alten Unternehmen war zu Ende und deswegen haben wir neu ausgeschrieben. Bedeutet das dann, wir hatten ja im Vorgespräch schon mal erwähnt, dass die Länderbahn dann auch Modernisierung an den Zügen vornimmt. Bedeutet das unter anderem dann eine Fahrpreiserhöhung beziehungsweise gleich mal mitgefragt, zum Beispiel eine Verdichtung des Fahrtaktes? Also Fahrpreiserhöhung steht auf jeden Fall nicht an im Dezember. Wir haben im August die Preise erhöht, deswegen können wir jetzt nicht schon wieder die Preise anpassen. Das ist, hängt auch gar nicht mit dem Vertrag zusammen. Allerdings wird die Länderbahn ihre Fahrzeuge modernisieren. Das beginnt jetzt und läuft noch bis 2022. Da werden alle Fahrzeuge neu ausgestattet eigentlich. Am 15.12. findet ja dann der nächste Fahrplanwechsel statt. Gibt es da Verdichtungen im Fahrtakt? Kommen Pendler eventuell von Zittau auch später als bisher noch Richtung Dresden? Es gibt auf jeden Fall einen Taktfahrplan. Wir fahren stündlich mit der Regionalbahn, wechselnd mit dem Regionalexpress nach Dresden. Und die letzte Verbindung ist tatsächlich etwas später. Die letzte Verbindung ab Zittau ist 23 Uhr nach Dresden.